Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch mal wieder ein kurzes Unboxing und zwar zum neuen MacBook Pro 13 Zoll von 2020. Bei dem Gerät handelt es sich um die absolute Einstiegskonfiguration mit einem 4-Kern i5 Prozessor, 8 GB RAM und einer 256 GB SSD. Es wurde als Ersatz für das 2020er MacBook Air gekauft, da wir mit dessen Leistung nicht zu 100% zufrieden waren. Es hat zwar einen i5 der 8. Generation verbaut, der älter ist als der Chip im MacBook Air. Da das MacBook Pro aber eine bessere Kühlung hat, erreicht es trotzdem eine höhere Performance. Dann würde ich sagen, packen wir es auch gleich einmal aus. Wenn man einen großen Lieferkarton öffnet, sieht man auch schon den weißen Karton des MacBook Pro selbst. Es handelt sich hierbei um die silberne Version. Auf dem Produktfoto seht ihr auch schon die neue Tastatur mit einer richtigen Escape-Taste. Rundherum ist wieder die silberne Beschriftung, so wie es bei Apple schon lange üblich ist. Ansonsten ist der Karton eher schlicht gehalten. Wenn wir jetzt noch den Deckel anheben, welcher nebenbei bemerkt seitlich sehr stabil ist, sehen wir auch schon das MacBook Pro, Apple-typisch gut eingepackt. Das sehen wir uns aber später noch etwas genauer an. Zuerst kommt wieder das Zubehör dran, das ist ebenfalls Apple-typisch kaum vorhanden. Wir haben lediglich ein 2 Meter langes USB-C-Ladekabel, das Zettelzeugs mit den silbernen Apple-Stickern und ein 61 Watt USB-C-Ladegerät dabei. Hierzu hat jeder seine eigene Meinung, ich persönlich würde mich aber über ein mitgeliefertes USB-C-Dock mit ein paar gängigen Anschlüssen freuen. Aber ja, das war das Zubehör und jetzt schauen wir mal, was das neue MacBook Pro an Neuerungen bietet. Wir haben nach wie vor zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse auf der linken Seite, die bis zu 40 Gigabit pro Sekunde unterstützen. Hinten haben wir zwei große Lüftungsschlitze, damit der eingebaute Intel Core i5 nicht zu heiß wird. Und rechts ist auch noch der Kopfhöreranschluss, gut, dass Apple diesen nicht entfernt hat. Die seitlichen Lüftungsschlitze auf der Unterseite sind nach wie vor nur bei den Topmodellen vorhanden. Das Einstiegsmodell kommt aber auch ohne sehr gut zurecht. Also äußerlich sieht es 1:1 wie das 2019er Modell aus, bis wir das Display aufklappen. Was hier gleich direkt auffällt, ist die neue Tastatur. Sie ist um einiges höher als die alte Butterfly-Version und hat auch einen viel besseren Tastenanschlag. Oben links seht ihr auch wieder die dedizierte Escape-Taste, die auch für mich eher ein Minuspunkt bei dem alten Modell war. Oben rechts ist die neue Touch-ID-Taste und in der Mitte die neue Touchbar, die etwas kürzer geworden ist. Mich stört es aber nicht. Das Trackpad ist genauso groß wie bei der letzten Version und lässt sich auch ebenfalls einwandfrei bedienen. Hier haben die meisten Windows-Laptops nach wie vor keine Chance. Das Display ist leider nicht auf 14 Zoll angewachsen, aber auch wenn Apple ein 14 Zoll Modell eingeführt hätte, hätten sie es sicher nicht im Einstiegsmodell verbaut, also von daher gibt es auch keine allzu große Enttäuschung. Es ist aber trotzdem ein 1A Display, mit dem man auch Fotos und Videos ohne große Probleme bearbeiten kann. Noch dazu ist es auch um einiges heller als das MacBook Air Display. Das war es aber auch schon wieder zum Unboxing. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein kurzes Performance Video dazu nachreichen, vielleicht sogar im Vergleich mit dem 2019er 13 Zoll MacBook Pro oder dem 2020er MacBook Air. Falls ihr sonst noch etwas wissen wollt oder einen bestimmten Test sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.